Moin und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge unserer Tipps und Tricks. Und wie letztes Mal versprochen, zeige ich euch heute, wie ihr bequem eure persönliche Videosammlung über eure Xbox streamen könnt. Dazu brauchen wir zunächst allerdings noch einen PC oder zumindest irgendein Gerät, das Dateien verwalten kann und Zugang zum Internet hat. Denn wir melden uns wieder bei unserem OneDrive-Speicher an und laden hier jetzt einfach erstmal unsere Videos hoch. Ich habe jetzt hier schon mal einen Ordner von Family Guy Folgen erstellt und da gucken wir uns das Ganze doch einfach mal auf der Xbox an. Und 1, 2, 3, 4, 5. So, und dann gucken wir uns das Ganze hier einfach mal, wie gesagt, auf der Xbox 360 an. Ihr könnt das Ganze natürlich auch auf der Xbox One machen oder auf allen anderen Endgeräten, denn das Einzige, was ihr hier wirklich braucht, ist die OneDrive-App, beziehungsweise nicht mal das, es reicht auch ein einzelner Internet-Explorer oder ein Browser im Allgemeinen gesagt, damit ihr überhaupt auf die OneDrive-Seite zugreifen könnt und dann von dort aus alles streamen könnt. Das Einzige, was ihr obendrein noch beachten solltet, wäre das Format eurer Videos, da die Xbox nicht immer alle Formate abspielt. Sehr zu empfehlen persönlich ist einfach MP4, da man hier die wenigsten Probleme hat, erst recht mit einer H.264-Kodierung für die Audios. Und wenn euch das jetzt ein bisschen zu viel des Ganzen ist, gebe ich euch dazu nochmal den passenden Konverter in die Beschreibung mit rein. Also ein Programm, das eure Videos in das richtige Format umwandeln kann. Obendrein jetzt noch hier erklärt, also ihr seht, wir haben ja so einige Sachen. Ich habe noch ein paar Projekte von mir hier nebenbei, Fernsehsendungen, E-Mail-Anhänge und hasse alles nicht gesehen. Alles, was man so nebenbei speichern kann. Wichtig ist dabei, dass wir hier in diesen persönlichen Ordnern, die wir nicht mit Freunden oder irgendwelchen anderen Leuten teilen, auch keine Angst davor haben müssen, dass die von Microsoft oder irgendwen durchsucht werden, da das wirklich unsere privaten Ordner drin sind und das auch so in den AGBs von OneDrive drin steht. Lediglich unsere geteilten Ordner, wo ihr hier bei mir seht, da ist kein einziger vorhanden, die werden von Microsoft logischerweise durchsucht, ob da irgendwelche urheberrechtlich geschützten Materialien sind, was ihr dann in meinem Falle hier nicht unbedingt machen solltet, denn wir gucken uns hier heute ganz gemütlich eine Family Guy Folge auf unserer Xbox an und die ist natürlich urheberrechtlich geschützt, weswegen ich euch auch gleich den Guide aufrufen werde, damit ich mit YouTube da nicht so die Probleme bekomme und hasse nicht gesehen, aber einfach nur, um euch zu demonstrieren, dass das Ganze hier funktioniert. Und ich lade hier nebenbei noch hoch, deswegen haben wir natürlich bisher jetzt das Problem, dass es ein bisschen länger dauert. Aber wie ihr seht, läuft jetzt gerade die Family Guy Folge hier im Hintergrund. Wir haben den Guide offen, es ist also definitiv auf der Xbox 360. Ihr könnt das Ganze, wie gesagt, auf der Xbox One machen, auf eurem Tablet, auf eurem Smartphone und hast du nicht gesehen. Es geht natürlich mit allen Videos und wie gesagt, den Konverter dafür, damit ihr das passende Format auch in allen Videos habt, gebe ich euch nochmal in der Beschreibung. In dem Sinne, Leute, hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann like das Video und abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wo ich euch dann erkläre, wie ihr eure Xbox zu eurem Heimbüro umwandeln könnt. In dem Sinne nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum jeder nächsten Mal. Jedermann will Fingernägel und jedermann will Cash. Drum schicken Sie uns Ihre Fingernägel und wir schicken Ihnen Cash. Fingernägel für Cash.com, Fingernägel für Cash. Doch weil es bloß Fingernägel sind, erwarten Sie nicht viel Cash. Fingernägel für Cash.com, wir zahlen garantiert. Drum fragen Sie sich nicht, was mit den Fingernägeln passiert. Denn vielleicht bauen wir eine Burg mit Ihnen.